Ja, hallo, it's me, Jürgen Klopp. Ja, Favre ist fired. Ja, Moment. Ja, das ist der Mietvertrag von meiner Bude hier in Liverpool. Habe ich gekündigt. Und Ulla bucht gerade Flüge online. Ja, weil ab Januar bin ich wieder Trainer in Dortmund. Ja, ich habe mir gedacht, bevor der Favre mein Erbe komplett zerstört, gebe ich dem Aki mal ein Zeichen, dass er den feuert. Was? Liverpool? Ja, ganz ehrlich, der Laden läuft doch ohne mich. Reicht doch, wenn ich im März wieder da bin, kurz vorm Meisterschaftsfinale. Außerdem, ich habe noch Resturlaub. Also warum ich hier die Anfield Road verlasse, ist klar. Wegen dem Brexit. Da kommst du ja mit dem Flieger nicht mehr weg. Außerdem ist das Graubrot auch langsam alle. Ja. Ganz ehrlich, 1-5 gegen VfB Stuttgart. Das ist doch die alte Affenbande von Huub Stevens. Ja. Als die noch erfolgreich waren, hat der Guido Buchwald dem Hansi Müller noch die Frisur aufgebügelt. Da war ich so sauer. Habe ich sofort eine WhatsApp geschickt an Aki Watzke. Schmeiß den Kerl raus. Ja, wobei Dortmund ohne Zuschauer ist natürlich scheiße. Das ist wie Michaela Schäfer ohne Hupen. Da fehlt ja der Ansporn zuzupacken. Wobei, ganz ehrlich, ich brauche die Südtribüne sowieso nicht. Ich habe immer selber so laut gejubelt, dass ich sie eh nicht gehört habe. Ja, ich habe von Aki gehört, dass jetzt der Co-Trainer vorläufig übernimmt, bis ich da bin. In Liverpool wollte auch mal der Co-Trainer vorläufig übernehmen. Und jetzt ist der Buvac in Moskau. Im Klopp-Down. Ganz ehrlich, der Favre, der war schon lange überfällig. Was die brauchen in Dortmund, ist so ein Mentalitätsmonster wie mich. Ein mit Wutempathie. Mit Jubeltourette. Ja, das Erste, was ich in Dortmund ändere, ist, es wird wieder gewonnen. Dieses Konzept mit Unentschieden und Niederlage, das funktioniert doch nicht. What? No, it's a yellow shirt from Dortmund. Yeah, yeah, my new club. Yeah. No, both. Dortmund and Liverpool. Yeah, it's no problem for me. I'm Jürgen Klopp. Ja, zwei so Paralleljobs haben auch riesen Vorteile. Vielleicht kann der Hummels mal hier in Liverpool in der Anfield Road auflaufen, ist so schön hier. Ja, und der Mo Salah mal in Dortmund. Merken die doch gar nicht. Tausch einfach die Spielerpässe, wie früher in der Jugend. Ja. Brauche ich jetzt schon aufs Derby gegen Schalke. Wenn dann auf einmal die 0-4er mit 0-20 verlieren, weil die denken, Moment mal gerade, was macht der Mané hier denn bei Dortmund im Sturm? Ja. Gut, und den Haaland könnte ich auch mal gebrauchen gegen Man City. Ja, ich habe nur ein kleines Problem. Ich habe nicht beim DFB eigentlich auch schon zugesagt. Ja. Da habe ich der Keller gestern angerufen und gesagt, pass mal auf, gut, dass der Löw noch ein bisschen bleibt. Und im Bierhof habe ich gesagt, wenn ich den Möbelwagen bestellt habe, dann kannst du den Löw rausschmeißen. Ja. Also, ich fasse zusammen. Trainer in Dortmund, Liverpool, deutsche Nationalmannschaft und Opel bin ich auch noch Coach. Ja, freue mich auf meinen neuen Job in Dortmund. I'm happy to come back. Ja. So, jetzt gehe ich erstmal mit dem Trikot hier in Liverpool in die Kabine. Da kriegt der Martip sofort Ausschlag. Ja, ciao. Mein Favorit als Nachfolger von Lucien Favre, und das wird euch ein bisschen überraschen, ist in der Tat ab Sommer Jürgen Klopp. Was ist euer Favorit? Was glaubt ihr, wer wird der nächste Trainer vom BVB? Oder vielleicht doch der Co-Trainer? Schreibt es in die Kommentare. Außerdem sehen wir uns gleich in den nächsten Videos. Und nicht vergessen, gebt mir einen Daumen nach oben für dieses Video.